Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und heute werden wir zu Fuß aufbrechen und auch wie cool das hier aussieht mit der Sonne und so. Ich muss sagen, grafisch ist das echt top. Wir wollen jetzt zu den Typen, die uns angeschossen haben. Die Frage ist, war das jetzt da? Ich glaube schon, ne? Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schon den Bogen nutzen können. Mit den Hunting Arrows. Das wäre ganz cool. Messer habe ich auch dabei, Schrotflinte habe ich dabei. Ich werde sowieso sterben, sind wir doch ganz ehrlich. Ich mache mir da keine Illusion. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Was, seit wann sind da Leute? Das ist hier die Frage. Normalerweise ist da nichts. Ich weiß, ich hätte mit dem Auto hinfahren können. Aber wenn ich sterbe, muss ich da eh hinlaufen. Und ich weiß, dass ich sterben werde. Von daher. Ist ja Wumpe wie. Und dann kann ich dann nämlich mit dem Auto hinfahren. Ist das nicht toll? Ich frage mich, ob ich da ins Auto gehen kann und ob sie mich da drinnen sehen. Höchstwahrscheinlich. Die haben mich auch im Auto gesehen, als ich gefahren bin, ne? War das jetzt hier oder war das beim Bunker? Ah, hier ist der Bunker. Glaube ich. Ist ja dieser komische Bunker. War die Tür schon immer offen? Aber hier drin nicht. Ich verstehe nicht, was dieser Bunker soll, wenn da hier nichts ist. Naja, Early Access, ne? Also. Kann sein, dass da noch irgendwas hinkommt. Wer oder was hat mich hier angeschossen? Jede Menge Blut. Hier ist niemand. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Jetzt alle gesehen. Ist ja nicht so, als wäre ich verrückt oder so. Ich bin hier lang gefahren und dann wurde ich abgeschossen. Aber von wem bitte? Hier ist doch niemand. Ist doch wahrscheinlich nur random, dass hier eine Truppe lang gegangen ist oder so, ne? Das heißt, die haben nicht nur feste Positionen, sondern auch sind mal hier und da. So wie bei mir zu Hause. Die haben mich aufgelauert. Stimmt, das kann sein. Na gut. Dann bin ich jetzt umsonst hierher gerannt. Aber egal. Besser als mit dem Auto herzufahren und das Auto schrotten zu lassen. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich ja nochmal alles umpositionieren, wobei da genug Autos sind, ne? Also. So tragisch wäre das jetzt nicht gewesen. Ach, das ist auch ein Auto. Oh, 0,05 Liter. Geil. Zucker. Geil. Na gut, laufen wir wieder nach Hause. Und dann können wir wieder losfahren. Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier irgendwo rumlungern. Hätte ich jetzt richtig Pfeil und Bogen, ne? Na. Ja, ich habe jetzt die, aber ich will jetzt das Hühnchen nicht damit abschießen. Oder etwa doch?
Ein paar Schießübungen. Volltreffer. Chicken. Wild Chicken. Okay. Ich kann also Hühner jagen mit Pfeil und Bogen. Na gut, das war eigentlich klar, aber naja. Aber dann kannst du sie auch direkt einsammeln. Gab es hier nicht einen Hühnerstall oder so? Glaube schon, ne? Irgendjemand hier, der mich töten will? Nein? Ist ja gut. Wo ist dein Kumpel? Oder ich habe da euch einen Schlafsack hingepackt. Schlaft doch da. So, gab es nicht einen Hühnerstall? Muss in einem anderen Spiel gewesen sein. Ja. Das war definitiv anders. So, okay. Wie sieht mein Inventar aus? Vollgepackt mit tollen Sachen. Dann entleeren wir es halt. Das Huhn, ey. Das arme Ding. Ich kann es auch nur aufsammeln, ne? Ja, dann viel Spaß. Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung. Jetzt fahre ich da wieder vorbei und dann werde ich wieder abgeschossen. Pass auf. So wird's kommen. Und dann kackt mein Auto ab und dann sitze ich da fest. Das ist mein Traum. Ich lebe für diesen Traum. Ja, diesmal wurde ich nicht abgeschossen. Okay. So, da wären wir wieder. Zeit, das Ding zu plündern. Eine Werkbank. Wäre ich hier reingekommen, hätte ich mir das Tool craften können. Licht. Cool. Kann ich bei mir positionieren oder habe ich Licht? Finde ich gut. Das andere ist nur ein Ausgang, oder? Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir hier alles noch so schönes? Hier ist noch Straße, da können wir entlang fahren. Na gut, dann fahren wir die Straße weiter entlang. Ist, glaube ich, der sicherste Weg. Um sicher irgendwo hinzukommen. Wieso muss ich immer zweimal klicken? Schon sind wir voll. Hä? Wieso habe ich Räder dabei gehabt? Ich habe doch keine Räder eingesammelt. Ich meine, vorhin ja, aber ich habe sie ja wieder zurückgelegt. Also, zu Hause. Frage ist, soll ich die mitnehmen? Wie sieht's aus mit unseren Rädern? Ach. Unsere Räder sind noch richtig gut. Ich bin dann mal weg!
Oh Scheiße, die Räder sind im Weg, ne? Ich brauche eine Sniper, ganz ehrlich. Ich brauche nicht nur eine Sniper, ich will eine Sniper. Okay, mal gucken, ob ich es schaffe. Es ist verdammt weit weg von zu Hause. Ich muss echt einen langen Marsch hinlegen, um da zurückzukommen. Schleichen wir mal hier ein bisschen rum. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ist viel zu offen, das Gebiet. Das gefällt mir gar nicht. Sind jetzt despawned? Kann es sein, dass sie despawnen, wenn man sie kurz triggert? Nee, oder? Ich meine, selbst wenn es so ist, werde ich es nicht nutzen. Es sei denn, ich bin sowieso am Flüchten. Aber es würde die Situation von gestern erklären. Es würde es echt erklären, dass wenn man sie triggert, sie verschwinden. Es sei denn, man stirbt bei denen, ne? Also wäre ich da jetzt gestorben, wären sie bestimmt geblieben. Ist ja ein bisschen strange, ne? Da ist ja nichts drin. Seltsam. Das nehme ich gerne mit. Das auch. Ist ebenfalls. Sind bestimmt die von vorhin. Die wandern bestimmt weiter. Seltsame Geschichte. Eine Bendinovela. Die nehme ich doch gerne mit. Und meine letzten. Inventar. Perfektioniert. Guckt's euch an. Ah. Ich hoffe, mein Inventar kann noch größer werden. Das wäre so schön. Hä? Okay. Guck ich gar nicht vorbei. Der ist irgendwie ein bisschen schade. Da geht ein bisschen die Herausforderung flöten. Dass die despawnen, wenn man wieder abhaut. Schade. Konnte ich aber nicht wissen. Konnte niemand wissen. Habe ich die anderen durchsucht? Habe ich ja. Ja gut, dann fahren wir halt weiter. Schade. Schade, schade, Schokolade. Kohle ist auch nicht mehr gut, ne? Oh, diese haben alle 43%. Irgendwann gibt es keine Nahrung mehr. Das ist realistisch gehalten, finde ich gut. Finde ich ehrlich gesagt gut. Irgendwann geht nämlich die Nahrung aus. Und dann kannst du nur noch erlegtes Tier essen. Polypixel. Nix. Das nehmen wir alles mit. 1 Liter hier drin. Ja, aber ich muss sagen, ich brauche momentan kein Zeug. Kein Benzin. Mir geht's recht gut. Oder war das nur einer und der ist mir hinterhergelaufen und ist irgendwo hängen geblieben?
Nicht, dass er hier bei der Gasstation irgendwie reingelaufen ist. Na gut. Dann ist er halt weg. So ist das Leben. Aber ich habe mich erschreckt. Und das nicht zu gering. Das ist das zweite. Jedes Mal sind sie bisher despawned, ne? Ich habe bisher noch keine richtige Schlacht gewonnen. Sie sind alle immer nur despawned. Finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Early Access. Ne? Kannst du nicht viel machen. Außer warten, bis es halt alles gebugfixt ist. Das sieht man nach einer Siedlung aus von denen. Bin so tot. Die habe ich aus den Augen verloren. Lol. Ich traue mich nicht, ich habe nicht so viel Schuss. Da müssen die schon stehen bleiben. Sechs Schuss haben wir, okay. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Munition herstellen sollen, ne? Bleib stehen, Dude. Bleib einfach stehen. Ich dehydriere. Shit. Ich muss was trinken. Der eine geht sowieso gerade da hoch. Die sind despawned, oder? Ich glaube, die sind despawned. Die können nicht aus ihrem Bereich raus, sonst despawnen sie. Interessant. Naja, gut. Zwei weniger. Aber ich habe einen getroffen. Guckt ihn euch an. Da liegt er. Da liegt er, die Sau. Ein Schokoriegel. Das war's? Du musst ja wohl irgendwie eine Waffe haben oder wolltest du mich mit dem Schokoriegel töten? Hier, nimm diese Kalorien, werde fett und stirb mit der Zeit. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Läuft. Krieg ich mein Pfeil wieder? Dankeschön. Oh, guck mal, was die hier haben. Eine Karotte. Ich kann mir Essen machen. Oh, ist das toll. Ich frage mich, ob ich von dem anderen die auch wieder bekomme. Mein Pfeil. Hast du mein Pfeil hier? Ich habe ihn in den Fuß geschossen, ne? Ja, okay. Ah. Siehst du mal, habe ich meine drei Pfeile wieder. Das ist ganz praktisch. Ich bin nicht gestorben. Oh, ich habe den Kampf fast fairerweise gewonnen. Fast. Das Problem ist, dass zwei halt gespawnt sind, ne? Also.
Wir wollen ja nicht zu übermütig werden. Ich weiß nicht, ob hier noch welche sind. Hier liegt nichts drin, ne? Nee. Hier wahrscheinlich auch nicht. Aber ich muss sagen, Bogen funktioniert. Wieso steht ja immer noch, dass ich drei habe? Oh, Munition. Okay. War nur ein kleiner Bug. Holy shit! Hat mich nicht richtig getroffen, finde ich gut. Ich habe einen Pfeil dadurch verloren. Okay, da war noch einer. Da war noch einer. Weiß nicht, wo mein anderer Pfeil hingeflogen ist. Ich war zu nervös. Fast durchgedreht. Frage ist, ist hier noch einer? Oder will mich doch jemand erschrecken? Ich muss den, glaube ich, zweimal treffen, oder? Oder kam mir das jetzt nur so vor? Habe ich ihn vielleicht nicht getroffen beim ersten Mal? Das war bestimmt der, der nach oben gegangen ist, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich habe es überlebt. Ich bin sehr glücklich. Ich habe ja auch nochmal Pfeil und Bogen vernichtet. Eine Blamage ist das für dich gewesen, ich weiß. Okay, wir gehen hier nach oben und schauen uns um. Wieso sind jetzt überall zwei? Nee, egal. Einfach nicht hinterfragen. Einfach nicht hinterfragen. Ich bekomme jetzt zwei Schutzwesten. Nehme ich. Pickup MRE. Teufels MRE. Ach, das ist ein hier militärisches Essen. Ich verstehe. Nur ein bisschen Tusche, oder auch nicht. Oh, ein Helm. Den will ich haben. Sind wir wieder gut geschützt, wie wir es eigentlich mal waren. Ich rette dich gleich, keine Sorge. Ach Gott, noch so viel Zeug. Ich muss, glaube ich, einmal kurz zum Auto zurück. So, Kate, Soldier. Ein Soldat mehr. Oder habe ich irgendwas, was ich unnütz empfinde? Die sind sowieso fast kaputt hier. Ich habe genug Motoren. Was unnützes. Ja, Räder brauche ich auch nicht. Kann ich hier jederzeit abholen jetzt. So. Ja, ich bin glücklich. Schauen wir uns um. Lebt hier noch irgendeiner? Glaube nicht.
glaube, es sind alle tot. Okay, puh. Ich würde sagen, die erste Lagersäuberung ohne zu sterben. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ich finde es gut, dass man die Pfeile wieder zurückbekommt. Ich sollte definitiv mehr davon herstellen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Aber Freunde, das soll es für heute schon gewesen sein. Wir haben eine neue Person in unserem Lager. Ich habe das Lager eigenhändig fertig gemacht, auch wenn zwei despawned sind. Glaube ich zumindest. Vielleicht sind sie einfach nur zurückgelaufen. Kann auch sein. Kann sein, dass es die zwei waren, die im Lager sind, weißt du? Naja. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.